Willkommen zurück zu Pikmin 4. Wir sind hier an Tag 43 und haben in den letzten 11 Parts Olimars Side Story gemacht, wo wir erfahren haben, wie er zum Laubling wurde. Doch jetzt, wo wir das getan haben, hat sich hier eine neue Höhle aufgetan und die werden wir jetzt erkunden. Ich bin ganz gespannt, was es damit auf sich hat. Wir sind kurz vorm Ende von Pikmin 4 und wir gehen jetzt in diese Höhle rein, anscheinend ohne Pikmin. Okay. Erste Ebene, Punktkäfer, Dandori, ah, okay. Aber mit Ebenen, okay. Interessant. Freue mich drauf. Laubweiser. Sehr gut, ich habe dein Kommen schon sehnlichst erwartet. Du suchst also meine Weisheit, sage nichts weiter. Ich sehe alles. Denn ich bin der Großmeister der Kunst des Dandori. Ich mache dir 10 Ebenen zur Aufgabe. Jeder Erfolg bringt dich eine Ebene weiter, auf das du dein Können verbesserst. Es ist lange her, dass ich einen Neuankömmling unterrichtet habe. Du solltest daher eine Belohnung erhalten. Und nun beginnen wir deine Übungen. Okay, besiege alle Kreaturen, ist meine Aufgabe. Aber es ist ja dann durch, also in einer bestimmten Zeit. Okay, und die Zeit ist auch nicht allzu groß bemessen. Ich soll sie nur besiegen, ich soll jetzt nicht irgendwie einsammeln. Sollte eigentlich gehen hier. Ich brauche auch Eispikmin, weil da ist ein Eiszaun. Ah, shit. Pikmin verloren? Ne, ich glaube nicht. Da sind Eispikmin, okay. Ja, also ich wirke gerade sehr verwirrt und weiß nicht, was ich tun soll. Das stimmt schon. Aber wir haben ja noch 3 Minuten Zeit, um alle Kreaturen zu besiegen. Wenn ich Glück habe, finde ich vorher noch ein paar Pikmin. Da ist zum Beispiel irgendwas. Kann man hoch, okay. Und dann? Ich kann auch selber springen, habe ich vergessen. Ich bin so dumm. Da wäre ein Eisgegner. Und ich aber eigentlich nur ins Feuer locken muss wahrscheinlich. Okay, es geht alles irgendwie. Okay. Soweit so gut. Ich habe immer noch große Angst vor dem Einpunktkäfer. Auch davor ein bisschen Angst. Hat er einen erwischt? Wow. Wir haben eine Minute noch. Das Eis ist noch nicht offen. Oh shit. Ah ja, wir haben es geschafft. 33 Sekunden hatten wir noch. Also gut möglich. Und das war ein cooles Dandori.
Ich habe ein Pikmin verloren, das ist ein bisschen schmerzhaft. Aber ich glaube nicht, dass es so schlimm ist, weil... War ja nicht meins. Okay, neuer Rekord, aber nur Bronze. Hm. Du hast deinen Dandurikön unter Beweis gestellt, doch wird dir dies auch das nächste Mal gelingen? Wir werden sehen. Wir fahren fort. Die zweite Ebene, Schneeproblem, wieder Dandori Level 3. Übrigens hat der Ladebildschirm jetzt auch eine Ladeanzeige. Die ist tatsächlich neu. Vorher war da immer nur ein Pikmin. Aber jetzt kann man auch sehen, wie lange es noch dauert. Naja, oder auch nicht, weil es ja immer dann stehen bleibt. So, was ist hier Sache? Muss auf jeden Fall... Aufpassen, dass ich nicht einfriere. Okay. Das ist aber ganz einfach, indem ich jetzt einfach hier ein Pikmin hinwerfe. Und es ist hier nämlich warm drin. Und dann passiert ja auch nichts. So, ganz einfach. Meine Aufgabe ist einfach nur, das Zeug zum Bau zu finden. Soll jetzt auch nicht so schwer sein. Der kam jetzt doch ein bisschen überraschend. Ich habe auch hier das Eis ausgemacht. Okay. Dann gehen wir erstmal da hinten hin. Auch hier werde ich wahrscheinlich die Platin schaffen, weil ich glaube schon, dass das relativ schwierig ist. Das dagegen ist relativ einfach. Ich brauche nochmal Feuer. Ich glaube, dann kann ich nämlich auch den Eiszaun aufmachen. Pikmin friert dabei zwar kurz ein, aber ist nicht weiter schlimm. Das sollte reichen, genau. Drücken wir hier noch ein paar Pikmin. Nee, abtransportieren bringt uns nichts, lass das. Das hier müssen wir abtransportieren, das bringt uns auch was. Lass deine Pikmin nicht einfrieren. Ist doch gar keiner eingefroren, oder? Ich meine, klar, die frieren ein, wenn hier etwas nicht warm ist. Aber ich lasse das ja hier alles immer warm werden. Das bringt gegen den leider nicht so viel. Machen wir Platin, aber das ändert sich gleich. Richtig. Ich muss hier erstmal auftauen, bevor ich die letzten 20 fehlen noch, okay. Noch 2 Minuten. Und jetzt ändert sich das. Jetzt haben wir nur noch Gold. Okay. Man muss das halt ein bisschen üben, dann ist es aber, glaube ich, auch ganz gut möglich.
So, einmal wieder Feuer mitnehmen. Jetzt wird aber schon Silber. Okay, es ist ziemlich knapp bemessen, die Zeit. Damit haben wir jetzt auch nur noch Bronze. Also das ist wirklich sehr, sehr knapp bemessen. Wir sollten jetzt alles haben, bis auf ein. Oder haben wir jetzt alles? Ich glaube, wir haben jetzt alles. Haben wir auch keine Zeit mehr. Also es ist wirklich, ja, doch recht anspruchsvoll. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Ich muss mich jetzt auch noch bauen. Das war aber hier nicht Teil der Abmachung. Das ist ja fies, dass die das jetzt noch dazu machen. Ich meine, wir schaffen es wahrscheinlich. Aber das war halt, von Anfang an gar nicht klar. Fies. Na gut. 7 Sekunden hatten wir noch. Am Ziel. Ja, mit 7 Sekunden, die noch übrig waren. Natürlich dann nur Bronze, haben wir ja schon gesehen. Aber reicht mir erstmal. War diese Probe zu leicht für dich? Nun, bei der nächsten wirst du dich mehr anstrengen müssen. Okay, dann fahren wir fort. Dritte Ebene, Ausgrabungen. Wieder dann Dory Level 3. Sand mit Wasser. 5 Minuten haben wir Zeit. Ausgraben können die hier am besten. Unglaublich. Na, lach du doch nicht. Schuft. So, machen wir unser Pick ein bisschen schneller. Jetzt hat es leider wieder sehr, sehr knapp. Okay, das haben die schon. Perfekt, dann bringt das mal eben rüber. Ich kämpfe mal eben gegen den hier. Die jetzt auch herkommen. Ihr könnt wieder herkommen. Wir haben jetzt 2 von 15 Schätzen gesammelt. Ich weiß nicht, wie das gut laufen soll. Da ist ein Schatz drin. Da oben sind Schätze. Auch weiße Pikmin. Die sind natürlich besonders gut, weil die sehr schnell sind. Ich kann mir vorstellen, dass das noch richtig schwer wird, diese ganzen Herausforderungen hier. Ich glaube auch, die Gelben sind eigentlich guten im Graben. Das hat ein Auge. Okay. Dann will ich da erst Pikmin haben. Wir können aber auch erstmal da hinten hingehen. Wir haben noch die Hälfte der Zeit. Das ist nicht viel. Als ob der jetzt einen Pikmin von mir hat. Da sind noch Gelbe. Ich hätte hier sofort hingehen sollen. Ah, das ist auch noch ein Schatz. Thank you.
mehrere Schätze. Zwei Minuten. Shit. Jetzt ist er verschwunden, aber die Schätze sind ja noch hier. Ja, was das jetzt genau bedeuten soll, weiß ich nicht. So, eine Minute noch. Wird jetzt leider Gold, aber das ist ja... Ja, erstmal in Ordnung. Ich muss noch eine riesige Melone. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Da wird es auch schon Bronze. Ich glaube, auch der Gegner hat da was. Ich dachte, ich kann dem entgehen, aber... Das werden wir wahrscheinlich wiederholen müssen. Und hätte doch keinen Schatz. Wobei irgendwo noch ein Schatz ist, aber ich finde ja nicht mal... Also, wir können es nicht mehr schaffen, das ist klar. Lag auch jetzt an ihm hier. Jo, das ist hart. Du musst noch viel lernen. Der Weg zur Dandori-Meisterschaft kann nicht an einem einzelnen Tag beschritten werden. Dann von vorn. Wir können auch Überstunden machen, also da weitermachen, wo wir aufgehört haben, aber ich weiß nicht, ob wir dann überhaupt weiterkämen. So ist es mir erstmal lieber. Wirklich nerviger Gegner. Wieso kriegt ihr den nicht down? Dann lacht der auch noch so ekelhaft. Hier schon mal die Eis-Pikmin. Okay, der Weg ist offen. Ist er noch nicht. Der Schatz ist aber eingesammelt. Jetzt ist der Weg offen. Und schnell da durch. Brauche ich mal 50 für. Ich meine, hier sind 10. Habe ich genau 49, als ob. Ne, 39, dann fehlt mir sowieso noch Pikmin. Aber das wird sich jetzt zum Beispiel auch viel zu spät, ne? Ist ja wieder nicht hilfreich.
Okay. Ich habe auf jeden Fall 50 Pikmin. Ihr könnt wieder mitkommen, ich brauche gerade da nicht. Okay, auf die kann ich gerade auch verzichten. Will ich jetzt eben hier die Blume besiegen. Die darf mir jetzt halt nur nicht ein Pikmin wegfressen, weil dann kann ich die Aufgabe nicht mehr schaffen. Wir müssen das hier wieder einfrieren, sonst geht's nicht. Da 5, da 5 und da Otschin. So, 1,30. Noch wenn wir auch in Platin drin, also die Zeit hier geht richtig rapide runter gleich. So, ich mache jetzt erst das hier. Da reicht es, wenn das so gemacht wird. Aber die Zeit ist trotzdem super, super knapp. Die Sache ist ja die, ich brauche jetzt hier noch ihn. Und ich weiß nicht, ob da noch was drin ist. Weil mir fehlen ja immer noch Schätze. Also ja, der muss noch mehr haben. Da und... Oh, okay, jetzt weiß ich, wo die zwei Schätze sind, die mir noch fehlen. Okay, müssen wir es nochmal machen. Krass. Also, die Schwierigkeit, die nimmt rapide zu. Ich gehe jetzt aber erst hier hin. Jetzt sehe ich auch, dass da was ist. Toll. Auch sofort wach, das ist ja blöd. Okay, das passt erstmal. Das wird ausgegraben. Das wird ausgegraben. Das wird ausgegraben. Das wird gepflückt. Ja, da ist auch noch was. Das habe ich. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob hier in dem Erdloch was ist. Okay, wir haben noch 3 Minuten Zeit. Was jetzt nicht vor der Würfel herkam, ist aber auch egal. Wahrscheinlich kam der von hier, okay.
Das war jetzt auch nicht schlau. Das war gar nicht schlau, das so zu machen. Auch dass ja meine Pikmin noch sind, ne? Also. Das ist ja vor allem auch wieder. Ja. Okay, 5-4, 5-4. Ochin hier. Die müssen da noch weitermachen. Du kannst hier hin und ihr andere müsst hier aufmachen. Dann muss ich da oben noch die Pikmin holen, aber dann passt alles. So. Kommt ihr mit. Und helft hier und dann müssten wir es aber diesmal geschafft haben. Noch die ganzen Schätze da einsammeln. Das kann ich alles machen. Wenn ich da oben die Melone runtergeholt habe. Wobei, wenn die noch alle dabei sind. Oh, der lebt ja noch! Jetzt kriegen die das da wieder nicht hin. Ich schaff's wieder nicht. Ich schaff's wieder nicht. Das gibt's doch nicht. Der eine gräbt da auch noch. Ja, der hat es jetzt hingekriegt, aber das ist trotzdem nicht gut genug. Ich muss aber die Pikmin pflücken, ne? Also. Man kriegt mehr als 50. Ey Leute, das ist echt schwer. Und wenn das erst die dritte Ebene ist, was kommt denn dann noch auf mich zu? Ich weiß halt auch nicht genau, wo ich anfangen soll. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, ich mache erst ihn weg. Drücke die hier. Mach mal eine Pikmin flott. Dann lasse ich jetzt hier einfach zwei graben. Und der Rest geht schon mal hier rein, damit das möglichst schnell offensichtlich da oben an die Pikmin rankomme, weil die sind ja schon ziemlich gut, ne? Also, die helfen mir ja. Und Ochi müsste das ja ausgraben und dann trotzdem durchs Wasser gehen können, genau. Die Sache ist halt die, ich habe jetzt den Mini-Tunnel fertig, aber ich komme ja trotzdem nicht an, an die Melonen hier oben dran, weil da brauche ich zu viele Pikmin für, die ich gerade noch nicht habe. Das hat Ochi nie aufgeweckt, das ist auch nicht so toll. Okay, da wäre jetzt Platz. Ein Stück eben hier hin. Ihr grabt dort. Ihr grabt dort. Ihr kommt schon mal mit. Kann ich eben die Würfel holen? Ich habe jetzt auch 50 Pikmin. Ich würde dann nämlich eben... Das passt alles.
Oh, da fehlt einer. Dann kann Ochin das hier eben holen. Ihr könnt herkommen. Ich habe alle 50 bei mir. Ochin macht eben das. Okay. Wir gehen dann hier hoch. Holen die Melone. Aber nur bis die unten ist. Dann lasse ich das nämlich Ochin machen. Er sagt mir sogar, ich soll mal einen Blick auf die Karte werfen. Wenn ich mich jetzt richtig dumm fühle. So, eine Minute noch. Aber der hat keinen Schatz, oder? Bin so dumm. So, ihr macht das. Ochin macht das und dann sollten wir es geschafft haben. Das war wieder sehr knapp, aber... Wir kriegen es diesmal hin. Wieder nur Bronze, aber ey, ich weiß nicht, wie man das besser machen soll. Das ist ja wirklich sehr, sehr anstrengend. Klar, Ochin und den Rettungsteam-Menschen aufteilen, das wäre eine Möglichkeit. Es ist aber trotzdem super, super schwer. Ich habe es ja auch ein bisschen aufgeteilt gerade, ne? Aber keine Ahnung. Wir hatten ein paar Sekunden mehr übrig als bei der zweiten Ebene. Trotzdem... sehr schwer. Ebene 4 kommt deswegen erst im nächsten Part, Leute. Aber, ja. Bin gespannt. Wir gucken mal. Jetzt sagt er hier noch was. Du hast deinen Dandorikön unter Beweis gestellt. Doch wird dir dies auch nächstes Mal gelingen? Ich weiß es nicht. Gleich geht's weiter. Oder, ne, für mich geht's gleich weiter. Für euch dauert's noch ein bisschen. Also, das nächste Mal geht's weiter hier in dieser krassen Dandori-Höhle. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Nur das Beste.